Volksblatt.li ist heute zu Gast beim Tag der offenen Tür bei der Optics in Balzers. Herr Vogt, was kann man da beim Tag der offenen Tür alles miterleben? Also bei uns sieht man eigentlich, was die Firma herstellt. Es sind alle Produkte vertreten mit Beispiel. Wir führen durch die Firma und machen Showcoating. Das heißt, vom Glas angefangen bis zum fertigen Produkt kann man alles sehen. Es ist sehr interessant. Wir haben diverse Stationen aufgebaut mit Kundenapplikationen. Wie ein Melkroboter ist jetzt nicht so sofort mit Optics zu verbinden, aber es ist doch sehr interessant, wenn man sieht, wo Optik überall verwendet wird. Sie haben es gerade angesprochen, Ihre Firma ist im optischen Bereich unterwegs. Was stellen die denn genau her? Also wir machen dünne Schichten, optische dünne Schichten auf Glas vor allem, zum Teil auch auf Kunststoff für Anwendungen, vor allem im Automobilbereich, Biophotonics, Industrieanwendungen, Laser, Militär 3D, Kino und Beleuchtungsanwendungen. Sicherlich ist das Special beim Tag der offenen Tür ist das 3D-Kino. Was präsentieren Sie dort genau? Also im 3D-Kino, das ist ein für unseren grossen Markt. Wir haben da dazu eine Brille beschichtet. Es ist ein System, es gibt diverse Systeme. Wir sind eigentlich bei allen vertreten, aber das, was wir da sagen, da sieht man jetzt einmal wirklich sehr schön, was eine Brille machbar ist. Es gibt andere Systeme, wo es anders lösen und auch da sind wir vor allem mit den Projektoren vertreten. Sehen kann man da 3D-Film wie Avatar und es hat noch ein paar andere Sachen, Konzert zum Beispiel. Sehr interessant, wenn man so etwas noch nie gesehen haben. Für die, die es schon mal gesehen haben, ist das System interessant, weil es doch nicht in allen Kinos so vertreten ist.